Servus und guten Morgen aus Jülich. Der Camper Tobi befindet sich in der Einbahnstraße und ich gehe hier aber richtig rum. Lauf mal gerade vorbei an GOK. Seht ihr mal, hier gibt es alles, was das Camperherz begehrt. Am Campingcenter Jülich, Campingcenter Mainfranken kennt ihr. Zusammen ergibt das Campingcenter Deutschland. Und überall habe ich ja schon mal gefilmt, außer in Jülich, da war ich noch nie. Malibu-Händler, Knaus, Weinsberg, alles da, könnt ihr mal vorbeigucken. Es liegt auch ganz praktisch in der Erreichbarkeit, aber der Hauptgrund, warum ich heute hier bin in Jülich, ist nicht das Wetter, weil mit dem Wetter sind wir heute nicht so doll aufgestellt, aber wir haben tolle Sachen, und zwar den Van Bike Pro und den Profi vor der Kamera. Tobi. Wir tun mal so, als ob wir es nicht gestellt hätten, oder Heiko? Wie grüß immer. Dich. Hi. Grüß dich. Geht's dir gut? Ja, wie geht's dir? Mir geht's blendend. Schickes neues Auto. Jawohl, seit Oktober letzten Jahres bin ich jetzt Malibu-Fahrer. Siehst du mal, da haben wir schon wieder, komm ja, nochmal, Malibu-Fahrer, wir haben was gemeinsam. Meiner steht vor der Tür, den kann ich euch von außen nicht zeigen, weil der ist noch schmutziger als deiner, aber das bringt halt die Saison mit sich. Wir sind die Harten, wir kommen in den Garten, wir fahren das ganze Jahr. Genau. Übrigens ein netter Stellplatz hier in Jülich, wenn man vorbeischauen will. Brückenkopf. Okay. Jetzt gerade ein bisschen schlammig, aber bis zu 70 Fahrzeuge. Okay. Stehst du schön zentral, ist relativ ruhig. Ja. Hast du alles? Nur so nebenbei mal erwähnt. Aber wir haben uns natürlich hier was ausgemacht. Genau. Und zwar nicht nur den schönen Malibu von außen zu sehen, sondern bei dir geht's ums perfekte Campen. Richtig. Perfektcamp.de. Die Adresse steht da oben, ihr seht's, ich schreibe es natürlich auch in die Videobeschreibung. Und von Anfang an durfte ich dich mit deinem Projekt begleiten. Ja, wir kennen uns ja nun schon ein paar Jahre. Ne? In Mühlheim haben wir uns getroffen, 2020 vor der Düsseldorfer Messe. Ja. Und da ging das eigentlich so richtig los. Und Düsseldorf hat einen richtigen Schub für uns gegeben, weil es waren überschaubare Besucherzahlen aufgrund der Corona-Situation. Aber es waren halt nur Interessierte da, es waren super Gespräche. Ja. Hat uns mega angeschoben und wir haben dann eben letztes Jahr, 2021, die Verkaufszahlen vom Vanbike verdoppelt. Das hat uns total die Socken ausgezogen. Ja. Verdient, weil es ein geiles Produkt ist. Absolut. Und die Stimmung draußen ist mega. Ich kriege ja auch viel ab mit Kommunikation. Manchmal fahre ich hinter einem her, das ist dann immer ganz toll. Guck mal, ein Vanbike. Ja. Ist so. Ich kriegte neulich eine WhatsApp von einem Kunden, der sagte, ich stehe hier an der Müritz. Herr Waratz, das geht so nicht weiter, ich kann ja gar nicht Urlaub machen. Immer wenn ich hinten an mein Auto will und den ausschwenke, kommen die Leute alle angeflitzt und wollen wissen, wie das funktioniert. Ich bin hier nur am Beraten, sagt er. Da muss eine Lösung her. Das ist die beste Werbung, die es gibt. Ja, das ist ja nochmal am Campingplatz, am Stellplatz. Die Leute reden untereinander. Ja. Die Frauen kochen Kaffee, machen den Kuchen fertig. Die Männer stehen zusammen und unterhalten sich gegenseitig darüber, wie ihre Probleme gelöst werden und wo es neue Ideen gibt. Richtig. Und ich sehe es ja dann auch, wenn ich unterwegs bin. Natürlich bin ich zurzeit überwiegend im Homeoffice, aber es läuft genauso per Mail. Per Telefon, die Kontakte zu meinen Händlern sind nach wie vor gut. Ja. Die Endkunden sind zufrieden. Es gibt immer wo mal was, was schieflaufen kann, dafür bin ich da. Wie gesagt, immer Service endet nicht beim Verkauf, sondern da fängt er erst richtig an. Genau. Und so habe ich immer gearbeitet die letzten 17 Jahre, seit ich dabei bin. Da bist du bekannt dafür. Du stehst. Ich bin Indianer. Den Häuptling taug ich nicht, aber ich bin Indianer. Ja, ja, aber das ist genau das und es zeigt auch das, was ich jetzt zum Anfang schon gesagt habe. Ein Produkt darf ja auch nicht stehen bleiben. Genau. Es geht weiter. Und das ist jetzt die Nummer oder Adaption oder das Update, kann man ja sagen. Heute genau. Zieht Update. Wir haben ja bei 600 verkauften Einheiten jetzt auch schon jede Menge Rückmeldungen von den Kunden, die den nutzen und sagen, das wäre vielleicht schön, das wäre schön. Wir kommen jetzt als Option weg von diesen Riemchen. Mhm. Da bin ich ehrlich, das ist für den einen oder anderen nicht so toll. Ja. Wir haben auch vorher den hochgeklappten Träger mit den Riemchen festgemacht. Dafür gibt es eine Lösung. Das lösen wir anders. Wir haben die vierte Schiene bei dieser Version. Die kann bei einem Zweier oder Dreier als Rampenschiene fungieren. Mhm. Ja, da wird nochmal eine Lösung vom Hersteller kommen, aber man kann das jetzt auch schon quasi sich selber adaptieren, ja. Dass man eben eine Schiene hier anlegt, als Rampe und sich ein E-Bike, wenn man es nicht heben will oder kann, eben aufschiebt und während der Fahrt hier mit dieser Unterkonstruktion auf dem Ende des Korbes hier die Schiene parken kann. Und bei einem Vierer, wie gesagt, ist sie dann tatsächlich als nutzbare Schiene für ein viertes Fahrrad gedacht. So. Und wenn wir dann hochklappen, das machen wir jetzt so.
wir hatten da vorher so einen kleinen Splint. Ja. Und haben jetzt hier eine Lösung. Warte, ich heb's auf. Das ist normal. Ich kenne das. Solange mir die Kamera nicht runterfällt, ist es noch gut. Guckst du? Wir lassen das drin, weil wir sind ja authentisch. Das ist so. Das ist auch schön so. Danke dir. Aber immer. Und rein damit. Ich habe noch keinen Cognac gehabt heute, deswegen bin ich noch ein bisschen zittrig. Aber ihr versteht das Prinzip. Ja, das ist also sowohl im runtergeklappten als auch im hochgeklappten Zustand jetzt hier unten arretiert ist. Dann machen wir zur Sicherheit hier oben noch ein Bändchen drüber. Mhm. Und dann ist das Ding nach wie vor schön schlank hinterm Auto. Für alle, die das Produkt noch nicht kennen, wir können ja davon ausgehen, dass es den einen oder anderen Zuschauer gibt, der jetzt das Video und das Produkt das erste Mal sieht oder vielleicht uns zum ersten Mal hört. Dieser Träger besticht eben durch seine Anbringung grundsätzlich mal. Genau. Wir sind unabhängig von vorhandenen Kupplungen. Wir gehen an die stabilsten Punkte hinten im Chassis. Da, wo das obere rechte Scharnier befestigt ist, da tauschen wir nur die Schrauben gegen längere. Ja. Tasten das Scharnier gar nicht an, tasten die Tür nicht an. Unten rechts, unten links haben wir diese Gummianschlagpuffer für die Tür. Die sind mit einer Schraube befestigt, die kommen weg. Dafür muss man hier so ein bisschen was wegremeln, wenn du das mal zeigen möchtest hier. Ja, nach innen versetzt ist nochmal ein Zweier Lochbild übereinander. Ja. Das brauchen wir für die untere rechte Drehkonsole und Die Verriegelung genau. Links. Und das war's dann schon. Der Träger kommt soweit vormontiert in drei Bauteilen. Die Lichtleiste ist verkabelt, endet mit einem 13-poligen Stecker. Den ich, wenn eine Kupplung vorhanden ist, einfach einstecke. Wir müssen nur schauen, ob die Steckdose mit LED kompatibel ist. Da hatten wir zwei, drei Fälle, da hat der Träger ganz wilde Sachen gemacht. Wir haben die Leute gesagt, der Träger ist nicht in Ordnung. Nein, es ist die Steckdose, die vorher gecheckt werden sollte. Ja. Sei es mit einem Prüfgerät in der Werkstatt vom Fiat Händler, Professional Händler. Das ist aber Leistungsabgabegeschichte. Genau. Ja. LED braucht weniger Strom, deswegen sagt die Steckdose, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Das kann man dann, wie gesagt, vorab klären. Da habe ich auch schon gute Rückmeldung, dass es funktioniert. Hier bei meiner Kupplung hat es tadellos funktioniert. Du zeigst die Rückfahrsensoren. Als nächstes. Auch so ein Thema. Ja. Im hochgeklappten Zustand funktionieren die nach hinten, wenn ich den Stecker ziehe, weil dann der kann nicht weiß, es ist kein Anhänger dahinter. Ja. Die Parksensoren sollen aktiv sein. Hat dann natürlich zur Folge, dass der Träger selber nicht beleuchtet ist. Da muss man es für sich selbst entscheiden, ob man das dann macht. Ja. Dass man also ohne beleuchteten Heckträger fährt. Ist ein bisschen tricky, weil es dann ja eigentlich nicht zugelassen ist. Aber vom Prinzip her, wenn der Träger halt eingesteckt ist, sind die Sensoren tot. Ja. Das haben wir anfangs ein bisschen falsch im ersten Video, glaube ich, benannt. Ja, das ja, war, wo ist man lernt eine ganz frische Erfahrung von gestern von mir. Ja. Und was noch interessant ist, wenn ich dir da noch mal ganz kurz ins Wort fallen darf. Ja, du, ich halte mich hier schon zurück, oder? Merkst schon. Ich hatte eine Anfrage von einer Kundin, die 270 Grad Scharniere hat hinten. Ja. Das ist ja bei Lieferwagen oft der Fall. Ja. Da geht es nicht ohne, dass man die Scharniere tauscht. Ja, also die 270 Grad Scharniere, die sind nicht geeignet für dafür, weil wir da nicht da durchkommen. Ja. Aber ich habe ganz frisch die Information, dass man diese Scharniere gegen Standardscharniere tauschen kann. Der Kostenaufwand ist auch nicht so hoch, weil sie ja zufällig... Muss man halt vielleicht nur in Wagenfarbe lackieren. Ja, ja. Und dann kann man den nachrüsten. Jetzt allgemein Kosten ist natürlich immer der Hauptpunkt, wo jetzt jeder sagt, ja, was kostet das Ding? Hat sich auch jetzt, es wird ja alles nicht günstiger, das muss man halt mal so sagen. Die Welt wird teurer, der Hersteller hat fast zwei Jahre lang den Preis mehr oder weniger stabil gehalten. Genau. Bis auf die Erhöhung damals für die schwarzen Schienen. Mhm. Jetzt nach zwei Jahren sagt er, es geht nicht mehr länger zu kompensieren. Ja. Kann ich verstehen, Materialbeschaffung und so weiter. So dass wir jetzt bei einem, für den Zweier bei einem Preis von 1.649 Euro liegen. Ja, aber das ist jetzt nicht das, was normal drauf geht. Genau. Viele erhöhen ja heute zwischen 15 und 30% ihre Sachen. Genau. Was? Und, nach wie vor ist der passende Ersatz dabei. Das heißt, wenn es keine Kupplung gibt, Steckdose montieren und gut ist. Die haben sich ja auch mal verändert hier, gell? Ja, wir hatten vorher Glühlampen, jetzt haben wir LED, schon seit, ich glaube, Mitte letzten Jahres. Siehst du, haben wir noch gar nicht mehr gesehen hier. Ja. Noch eine Änderung, wenn uns hier die Lichtleiste von der Rückseite anschauen, da gab es eine Serie, die hatte hier so hässliche graue Verteilerboxen, das war gar nicht schön. Mhm. Habe ich auch von Anfang an gesagt,
Ging zu der Zeit nicht anders. Das ist jetzt nochmal schicker gemacht worden. Das heißt, die ganze Verkabelung steckt jetzt in dem Profil der Lichtleiste. Ja. Das ist ganz praktisch, dass du so gut beschriftet bist hier. Erstens, ich habe das eingangs, das hast du nicht gehört, als ich aus dem Bergerladen hier in Jülich kam, schon beschrieben, wie das funktioniert hier. Weil wir haben hier Campingcenter Mainfranken, wir haben Campingcenter Jülich und zusammen Campingcenter Deutschland. Und das ist eben ein Produkt aus der Geschichte, das über Perfect Camp läuft. Nicht nur das, da gibt es mehr, guckt mal auf die Homepage. Genau. Ist so jetzt wieder online, war eine Zeit lang nicht erreichbar, war schade, sodass viele Anfragen über Frankreich kamen, die mir dann aber auch alle zugeleitet werden. Da kümmere ich mich dann darum, weil Frankreich sagt, macht es alleine. Ja. Da kümmere ich mich drum. War jetzt auch vorletzte Woche in Holland, neuen Händler dazu bekommen, der sehr, sehr interessiert ist. Naja, und so wachsen halt Schritt für Schritt. Ja, das wächst, das Ding. Ich sehe es, wie gesagt, oft, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, bei Händlern liegt es immer öfter oder fährt es öfter zur Tür raus. Ja. Und das ist wirklich eine tolle Lösung. Wer da, und da ist ja von dem Thema, ist ja im Grunde jeder Camper betroffen. Wie mache ich das am besten? Rein ist zwar immer schön, aber drin, gerade im Kastenwagen umzuräumen, zu machen, zum Leben. Ja, komm, das erwähnen wir aber auch nochmal. Gewicht. Ja. Ich hält nicht nur meinen Arm. Wo sind wir? Bei 80 Kilo, glaube ich, weiß ich 80 das, oder? 80 Kilo Nutzlast mit einem Eigengewicht in der Zweier-Variante von 25 Kilo. Das, was nochmal gesagt haben. Und jetzt kommt dann demnächst noch mal was ganz Cooles dazu, denn ihr könnt in Zukunft, weißt du was, das erzählen wir jetzt gar nicht groß, wir machen einen kleinen Cut und gucken mal in das Experimentierlabor. Genau. Oder? Wir machen einen Schritt rüber in die Giftküche. In die Giftküche, wir haben uns auf Giftküche, aber nicht das, was ihr meint, sondern also hier, Perfect Camp, wir sind mal raus, wir melden uns gleich wieder, ihr bleibt dran. Tschüss. Hallo, wir sind angekommen, da wo wir hin wollten. Es geht gleich weiter mit dem Vanbike Pro und zwar mit dem nächsten Step der Evolution. Aber ich muss dich was fragen, lieber Jens. Du hast hier tolle Schienen drin. Ja, ist richtig. Das ist ein Sitzsystem von der Firma Schnierle, haben wir da eingebaut. Ich habe Gott sei Dank habe ich so einige Kinder mehr. Die müssen auch unterkommen in so einem Kastenwagen. Und da kann ich jetzt bis zu 3 Sitze, kann ich jetzt auf das Schienensystem kann ich draufbauen. Es gibt auch welche so als 5. Sitz oder dergleichen. Mhm. Dafür sind wir jetzt mittlerweile zertifiziert worden. Also da können wir alles machen mittlerweile. Das ist nämlich ein wichtiges Thema. Wir hatten vor dem Video schon miteinander gesprochen. Ich habe so viele Anfragen. Da komme ich mal vorbei bei der nächsten Runde. Dann reden wir mal explizit über dieses Thema. Weil das immer wieder so eine Geschichte ist. Ja. Und ich kenne wenige, die sich dieses Themas angenommen haben. Also du siehst Möglichkeiten, in den meisten Fahrzeugen einen weiteren Sitz eintragen zu lassen und einen bauen zu können. Also einen 5. Sitz kriegen wir eigentlich in jedem Kastenwagen unter. Es muss ein Kastenwagen sein, kann kein normales Kastenwagen mehr sein. Genau. Einen 5. Sitz kriegen wir immer unter. Jetzt haben wir hier insgesamt 7 Sitze. Ja. Das ist eher seltener, aber 5 kriegen wir unter. Und hast du 7 Sitze eingetragen jetzt bei dem Ding? Ja gut, da hast du Maxi-Fahrwerk drunter, also von dem her alles easy. Das funktioniert alles hervorragend. Cool. Mhm. Heiko und ich hatten schon Spaß bei der Präsentation. Ihr seht auch, wir haben jetzt Werkstattatmosphäre extra für euch aufgebaut. Ja, Heiko, Entschuldigung. Ich gehe nicht fremd. Es ist immer noch dein Produkt. Dein Produkt. Ich habe mich einfach überrannt quasi. Ja. Also wir haben ja den Zuschauern eingangs im Video schon beschrieben, dass du da wirklich Pate bist von dem Ganzen, weil du das propagierst und damit Gas gibst. Und ihr seht jetzt auf einen Blick, the next step ist eingeläutet. Ja, hier haben wir einfach mal den Van Bike 2, beziehungsweise in dem Fall ist es sogar der 4. Da konnten wir also noch 2 schieben. Ich habe es mal ein bisschen so aus Eigenmotivation mal probiert, aus einer Laune heraus. Haben wir ein Brett mal draufgelegt, diesen Roller da draufgestellt, das sah ganz gut aus. Heiko war auch super begeistert, gesagt, mach mal weiter. Und dann habe ich eben so in mühevoller Kleinarbeit eben so einen Träger entwickelt und können da eben 80 Kilo Roller draufbacken. In dem Fall ist jetzt ein Elektroroller, 45 km/h. Wir können hier natürlich Türen zumachen. Ja. Das ist ja auch der Trend, der jetzt kommt mit der E-Mobilität, nicht nur bei den Pkws auf der Straße, sieht man es ja jetzt immer mehr, sondern eben auch für das kleine feine Shuttle hinten drauf. Also hier auch ganz normal unsere Vanbike-Gene dann mit drin, kann also ganz normal transportiert werden. Frage eigentlich ganz kurz erklärt, ihr baut eine Platte auf oder dazu? Das und ist jetzt eben noch, ich sage jetzt mal, der Prototyp. Ja, ja, ganz klar. Das erste war ein Holzbrett, jetzt haben wir Prototyp Teil 2. Wir werden das so konstruieren, ich habe die hier vorne stehen, warte, ich hole sie mal. Ja.
unter die Fahrradschiene so eine Platte fix und fertig machen, auch für unsere Händler, dass sie das nachrüsten können. Und mit allen Bohrungen fix und fertig gemacht. Da kommt eben noch eine Schiene mit da dran, die wir gerade zum Auffahren dabei hatten. Und da können wir das anbieten für, Preis haben wir noch nicht genau festgelegt, 500 Euro in der Richtung wird es wohl sein. Und den Dreh wird es laufen. Also ihr seht, die Entwicklung bleibt nicht stehen. Frühsommer, oder? Also ganz ehrgeiziges Ziel ist März. Ehrgeiziges Ziel ist März, aber ihr könnt euch ja schon mal an Heiko wenden. Der legt sicher einen großen Verteiler an und sagt dann, wenn es soweit ist, kriegt ihr alle Preise und Infos nochmal nach. Und so wir werden mit der Kamera auch nochmal vorbeigucken. Heiko tritt mich ja immer weiter. Im Moment haben wir auch nochmal hier die Box quasi gemacht. Das ist auch mehr aus Eigeninitiative. Auch eine Box soll es geben dann für den Van-Bike-Träger. Sehr schlau. Ich meine, deine Hobbys habe ich ja im kurzen Durchflug jetzt kennengelernt. Ich frage mich, wie du das in zur Lebzeit noch alles machen willst, deine Projekte. Magst du das kurz erzählen, was du machst, wo du ab und zu hinfährst? Also, warum? Also die Motivation kam eben daraus, kleiner Kastenwagen, viele Kinder mit dabei. Wo packe ich meine Truckmodellhimmel? Ich mache also Truckmodellbau im Maßstab 1:14 und da habe ich mir gedacht, die müssen irgendwo unter, die will ich mitnehmen. Und habe quasi diese Box entwickelt. Jedes Truckmodell steht auf einem großen Brett, zwei Stück nebeneinander. Insgesamt passen eben drei Etagen, sechs Stück damit rein. Ein bisschen Werkzeug könnte ich unten noch mit reinpacken. Und das ist eben so eine Eigeninitiative gewesen, wo ich gesagt habe, muss ich mal bauen. Kam ganz gut an. Heiko hat schon Kunden dafür, die gesagt haben, wenn sowas fertig ist, würden sie gerne mal Bilder dazu sehen. Ja, klar. Eben, also ich denke mal, ganz nett. Kann man ganz normal hinten draufsetzen. Ja, eben. So gebaut, dass man also die Box auf die Fahrradschiene draufsetzen kann und dann auch sogar den Van-Motorbike unten drunter lassen kann. Auch das wäre dann nochmal eine Idee. Und wir sind auch mit unseren Ideen noch nicht am Ende. Ja, du kannst ja da ganz flexibel gestalten, ob du eine Autoküche reinmachst oder keine Ahnung, dein Stapelsystem, dein Boxensystem ist für jeden was dabei. Das Hobby ausgliedern, hinten dranhängen, super. Ich kann es noch auf Kundenwunsch, können wir es dann auch noch bauen, wenn der sagt, ich möchte nicht so breit, nicht so hoch. Oder ich will sie noch breiter oder höher, da können wir natürlich auch noch was machen. Ja. Können wir alles auf, oder mehrere Etagen dann noch, wenn er nur kleine Kisten reinsetzen möchte. Ist alles möglich. Super interessant. Danke. Also, da gucken wir wieder vorbei. Heiko, dir erstmal hier weiterhin viel Erfolg. Perfektcamp.de und ansonsten natürlich Campingcenter Jülich, Campingcenter Mainfranken oder Campingcenter Deutschland. Ihr habt euch gut aufgestellt hier, ne? Nähe Würzburg und hier oben. Ja, das habt ihr schlau gemacht. Ja, 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 ja. Super coole Geschichte. Aber der Roller dahin darf ich den einmal kurz zeigen. Ja, ich gehe einfach mal rein, weil das ist zum Ende nochmal ein Bild. Das müsst ihr euch geben. Guckt euch das mal an hier. Der wäre allerdings zu schwer dafür. Was ist für ein Baujahr gewesen? Baujahr 64. Im Originalzustand. Hat nur seit 12 Jahren keinen TÜV mehr, hast du gesagt, gell? Ja, seit 12 Jahren ist TÜV abgelaufen. Ja. Supp. So, und jetzt machen wir unser obligatorisches Winke-Winke. Ja. Macht's gut. Danke euch für das coole Video. Bleibt dran, abonniert den Kanal und schaut vorbei in Jülich und in Mainfranken. Logisch. Ciao. Ciao.